In dieser Aufgabe geht es um die Parametrisierung nach Bogenlänge. Hier haben wir eine Kurve gegeben, eine reguläre Kurve der Länge L. Und wir wiederholen einmal kurz die Begriffe. Wir haben eine Kurve regulär genannt, wenn sie zwei Bedingungen erfüllt. Sie muss erstens stetig differenzierbar sein. Und zweitens darf sie nie stehen bleiben. Nie stehen bleiben, das heißt, die Geschwindigkeit der Kurve, und das ist ja f' von t, die muss überall ungleich 0 sein. Und sie soll die Länge L haben, das bedeutet, L, die Länge, ist ja definiert als das Integral von a bis b über die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit eben, die ist f' von t, beziehungsweise der Betrag, also die Norm von f' von t. Das ist also L, die Länge. Und das Ziel dieser Aufgabe ist es jetzt, die Kurve nach Bogenlänge zu parametrisieren. Wir wollen zeigen, dass das immer möglich ist. Und was heißt das, nach Bogenlänge parametrisieren? Also generell etwas zu parametrisieren oder umzuparametrisieren oder zu einer Parametertransformation zu machen. Das bedeutet, dass wir aus dem f ein g definieren, und zwar durch Verknüpfung mit einer Funktion phi. Und diese Funktion phi, die mappt eben das alte Intervall, das Intervall ab, auf ein neues Intervall. Und das muss eine bijektive, stetige Funktion sein. Und nach Bogenlänge zu parametrisieren bedeutet jetzt, dass die neue Kurve immer Geschwindigkeit 1 hat. Dass also der Betrag von g' von t 1 ist für alle t. Dafür müssen wir natürlich an phi auch noch fordern, dass es differenzierbar sein muss. Ja, und nach Bogenlänge heißt es deswegen, weil der Parameter t, das ist ja eigentlich sozusagen ein Zeitparameter, der sagt mir, zu welchem Zeitpunkt bin ich an welcher Stelle. Und wenn ich jetzt aber mir einen Teil der Kurve aussuche, einen gewissen Abschnitt der Kurve und wissen möchte, wie lange ist dieser Teilabschnitt der Kurve, dann kann ich nicht einfach die Parameterwerte nehmen und die subtrahieren. Dann kriege ich ja nur die Zeitdifferenz und nicht die Wegstreckendifferenz. Aber wenn ich nach Bogenlänge parametrisiert habe, wenn meine Geschwindigkeit immer 1 war, dann ist es ein und dasselbe. Die Zeitdifferenz entspricht der zurückgelegten Wegstrecke. Deswegen nennt man das Parametrisierung nach Bogenlänge. Wir hatten einen Tipp in der Aufgabe, dass wir uns mal die Funktion Psi anschauen, die das ursprüngliche Intervall AB abbildet auf das Intervall 0L, und zwar in der Weise, dass Psi von t definiert ist als das Integral von a bis t über die Geschwindigkeit. Ja, was ist das jetzt? T, ja, ist ja sozusagen die Zeit. Und was wir auf der rechten Seite jetzt haben, das ist eben dann die zurückgelegte Strecke bis zu diesem Zeitpunkt. Das Integral der Geschwindigkeit ist ja eine Strecke. Und was können wir sagen über diese Funktion Psi? Naja, ein paar Sachen sind ganz einfach. Psi von a ist auf jeden Fall gleich 0, denn das ist ja einfach das Integral dann von a bis a. Das ist 0. Psi von b, ja, wenn wir t gleich b einsetzen, kommen wir gerade wieder auf unsere Formel für die Länge der gesamten Kurve, L. Und was wir auch sagen können, ist, dass Psi streng monoton wachsend ist. Warum ist das der Fall? Ja, einfach deswegen, weil der Integrant strikt positiv ist. F' von s hatten wir ja angenommen, ist ungleich 0, also ist insbesondere die Norm davon positiv für alle s. Und damit die Funktion Psi streng monoton wachsend. Und wenn wir eine streng monoton wachsende Funktion haben, dann ist sie umkehrbar, dann ist sie bijektiv. Und wir können sogar noch mehr sagen aus
Analysis 1 wissen wir dann sogar, dass die Umkehrabbildung wieder differenzierbar ist und können sogar angeben, wie die Ableitung aussieht. Und die Umkehrung nennen wir jetzt tatsächlich Phi, denn das wird unsere gesuchte Parametertransformation sein. Ja, das wird eine Abbildung sein von zurückgelegter Strecke auf Zeit. Und genau, diese Abbildung Phi ist dann differenzierbar und die Ableitung ist gerade das Inverse der Ableitung von Psi, das heißt 1 durch Psi', aber jetzt natürlich nicht an der Stelle S, sondern damit es Sinn ergibt, muss man die Stelle Phi von S nehmen. Da können wir jetzt allerdings noch einsetzen, was das genau ist. Denn die Ableitung von Psi ist ja recht einfach zu bestimmen. Psi ist ja ein Integral, also Psi von t, ein Integral mit Obergrenze t. Wir leiten also ein Integral nach seiner Obergrenze ab. Und raus kommt dann natürlich einfach der Integrand an der entsprechenden Stelle. Und der Integrand ist die Norm von f' an der Stelle. Und die Stelle ist Phi von s. Und jetzt überprüfen wir, dass wenn wir mit diesem Phi reparametrisieren, wir tatsächlich eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve G rausbekommen. Also G definieren wir als Verknüpfung von F mit Phi. Und was ist dann die Ableitung von G? Da wenden wir die Kettenregel an und erhalten, das ist F' von Phi von S mal Phi' von S. Und jetzt können wir einsetzen, was wir gerade ausgerechnet haben, nämlich dass Phi' von S 1 durch Norm von F' von Phi von S ist. Und wir sehen, hier steht ein Einheitsvektor, also ist G' überall von Norm 1. Und damit unsere Kurve wirklich nach Bogenlänge parametrisiert.